Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody. Und sie ist hochschwanger. Das heißt, sie bekommen heute wieder Kind. Jawohl, ey. Aber euch sieht es ja schon ganz gut aus mit den Leveln, ne? Was bei euch denn los, ey? Habe ich mich ja gut um euch gekümmert. Ist ja selten hier. Sie will schon wieder Teche Mächte. Also die Frau ist einfach wie gemacht für diese Challenge. Okay, Schulprojekte gibt es. Es gibt eine Einserschülerin, noch einen und die Zweierschülerin. Jawohl, das ist großartig, Leute. Wir haben keinen Kuchen mehr. Scheiße. Da ist der Kuchen auch schon fertig. Kerzen sind auf jeden Fall schon drauf. Sehr schön. Und die Gute darf sich schon mal was wünschen. Komm ran. Happy Birthday to you. Yay. Und sie wird gleich irgendwas sein, nämlich korrekt. Cool. Mach bitte neue Kerzen drauf. Und danach wirst du aus dem Haushalt entlassen. Und dann ist Tracy dran. Happy Birthday to you. Yay. Und er ist Perfektionist und möchte gemeiner Herzensbrecher werden. Oh, mach schon mal neue Kerzen drauf. He's looking fine. Wow. Ich überlege, ob ich jetzt warte mit dem Umstyling, bis Julia auch eine Teenagerin ist, weil ihr fehlt jetzt ja nur noch wenig. Und eigentlich müsste das ja klappen soweit. I don't know. Deswegen, also ich glaube, ich warte einfach. Er sieht ja gut genug aus. Und er gönnt sich jetzt Essen und dann setzt er sich hier an so ein Projekt. Das ist sehr wichtig. Die Gute chillt einfach in ihrem Bikini, läuft bei ihr. Ups. Alle Kinder sind hier ohnmächtig. Hilfe. Oh, Mutti geht's auch gar nicht gut. Hilfe. Aber Hauptsache, sie ist am Start, weißt du? Oh. Selbst sie ist einfach jetzt dead inside, ey. Er ist auf jeden Fall voll am Start mit seinem Programmieren hier. Yay. Projekt abgeschlossen. Und sie hat schon bald ihre 4 Level durch. Nice one. Oh, die Wehen haben eingesetzt. Hör mal. Ja, dann gehen wir mal ins Krankenhaus, wa? Tada, da sind wir. Anfang anmelden. Oh, geht's schon los? Mensch, ein Mädchen. Nennen wir sie mal Jackie. Und noch ein Mädchen. Und Sally. Damit haben wir jetzt 80 Kinder. Woo! Rylan war das, mit dem wir ein Kind haben wollten, ne? Dann würde ich sagen, gönnen wir uns das doch mal, wenn wir dann einen neuen Platz frei haben. Melody muss sich mal wieder ihrem Kind vorstellen, damit sie baden kann. Ganz normal. Wann werden sie das endlich wieder fixen, ey? Das ist irgendwie so dumm. Ich denke, sie sollte mal ein Nickerchen machen, weil die fühlt sich echt nicht ganz so geil, ne? Sie ist fertig. Nice. Und er auch. Wow. Ihr seid so krasse Kinder, ey. Okay, anscheinend macht ihr das also von der Seite. Macht natürlich sehr viel Sinn. Alles Gute zum Geburtstag, Girl. Und die Gute ist ein Hitzkopf. Und sozial. Ist sie süß. Valentin ist auch dran. Timon ist noch nicht durch, tatsächlich. Happy Birthday to you. Und er ist ein bisschen böse und ebenfalls sozial. Ja, Timon braucht halt noch relativ viel, tatsächlich, ne? Deswegen stelle ich es erstmal weg. Ich würde jetzt noch bis 15 Uhr warten, ob Julia vielleicht noch Geburtstag hat. Und dann würde ich in den Cars hüpfen. Du kannst auf jeden Fall ein Projekt machen und du auch. Weil ihr beiden fühlt euch gut. Und dann könnt ihr auf jeden Fall was für die Schule machen. Yeah. Und wir haben ja Post. Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen bei dem ganzen Trubel hier. Also Tracy ist nicht weiter. Aber Julia ist Einsatzschülerin. Das finde ich großartig. So, alles Gute zum Geburtstag, meine Süße. Und sie ist... sie mag keine Kinder. Und wäre gern Meisterfabrikantin. Dann wird es dir in dem Haushalt auf jeden Fall nicht gefallen. Vielleicht ist das auch genau der Grund, warum sie keine Kinder mag. Ich könnte es verstehen, sage ich dir. Weil das ist hier schon manchmal anstrengend mit denen. Thank you.
hast. I don't know. Hey, wie geht's, Sis? Willst du mein neues Simstagram-Meme sehen? Ich finde es total witzig. Was meinst du? Lol, genial. Ich verstehe nicht, was du meinst. Oh, ich verstehe. Hahaha. Ich verstehe nicht, was du meinst. Unangenehme Stille. Okay. Valentine erfasst schon Level 4 der Mentalfähigkeit. Was? Manchmal bin ich sehr verwirrt von diesem Spiel. Aber ich finde es auch irgendwie witzig, dass es so ist. Warum ist Yamachan schon wieder hier? Why? Leave me alone. Ich würde aber sagen, an der Stelle beende ich dann nochmal den Part. Es ist wieder viel geschehen, etc., etc. Und ja, also es sind auf jeden Fall viele Kinder älter geworden und so. Und das ist ja crazy. Wir haben jetzt 80 Kinder erreicht, es fehlen nur noch 20. Es ist absolut crazy. Ich sag's euch, Leute. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das hier bald schon vorbei ist. Wir machen das jetzt mittlerweile schon so lange, dass es halt irgendwie dazugehört zu dem Kanal, ne? Das wird weird, wenn das hier irgendwann mal dann vorbei ist. Aber wir werden es auch überleben. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!